Bringen Sie sie zu mir oder muss ich sie holen? Jody, kannst du mal herkommen, bitte? Was ist denn los, Nathan? Ist was passiert? Jody, das ist Ryan Clayton von der CIA. Die Agency will dich als Teil ihres militärischen Schulungsprogramms in Camp Peary. Ryan wird sich ab jetzt um dich kümmern, Jody. Du musst mitgehen, Kleines. Heute. Das ist ein Scherz, oder? Ich werde nirgendwo hingehen. Ich bin kein Kind mehr. Ich bin fähig, allein zu entscheiden. Niemand kann mich zwingen zu gehen. Jody, ich weiß. Es ist schwierig, aber du musst das verstehen. Das ist eine großartige Gelegenheit für dich. Keiner schreibt mir vor, was ich mit meinem Leben anfange. Scheiße, hören Sie, Miss Holmes. Ich habe keine Zeit für Ihren lächerlichen, kindischen Blödsinn, okay? Sie können Gift verspritzen, wie Sie wollen, aber Sie werden machen, was man Ihnen sagt. Ich hole schnell mein Zeug. Nur das Nötigste. Alles andere ist in Camp Perry. Ha ha ha.
Keine Sorge. Du machst das sicher gut. Mann, du wirst mir hier so sehr fehlen, Prinzessin. Ich komme dich besuchen, sobald ich kann. Ich lasse dich nicht im Stich. Das weißt du, oder? Ich werde immer für dich da sein. Wir müssen los. Dein Zimmer. Hier lernst und schläfst du für die nächsten 3 Jahre. Das Training startet morgen früh um 5. Sei pünktlich. Komm schon hoch! Hopp, hopp! Bewegung aus und schwing dich so rüber. Heute noch! Ganz genau so hoch. Komm schon! Ich hab nicht den ganzen Tag Zeit. Deckung. Zielen. Schießen. Dann zur nächsten Deckung. Kapiert?
da! Exzellent, Joey. Okay, Rekrut. Jetzt hau diese Ölfässer da um. Jetzt weiter. Schon, Rekrut! Das soll keine verfluchte Kaffeefahrt sein! Nicht übel.
Rudy! Sollen die dich erschießen? Komm schon, streng dich an! Fuck! Willst du hierbleiben die ganze verfluchte Nacht? Probieren wir's nochmal! Nicht übel, Jody, aber wenn das kein Training wäre, dann wärst du jetzt tot. Wenn das kein Training wäre, dann wäre das dein allerletzter blöder Spruch, Wayne. Glückwunsch, Agent Holmes. Gut gemacht. Willkommen bei der CIA. Danke, Sir. Ja, Jody. Willkommen bei der Agency. Hey, du bist mit dabei, Jody. Herzlichen Glückwunsch.
Das Kleid ist Schrott. Ich hätte lieber was anderes anziehen sollen. Nein, das Kleid ist perfekt. Sieht toll aus. Was sind das alles für Leute? Diplomaten, Politiker, Geschäftsleute, Spione. Das übliche Botschaftsvolk. Aber das Wichtigste ist, sei natürlich. Wenn dich jemand anspricht, einfach immer lächeln. Also verhalte ich mich jetzt natürlich oder soll ich lieber lächeln? Ich wusste gar nicht, dass du Humor hast. Nur wenn ich Todesangst habe. Ryan, welche Freude, dass Sie hier sind. Ich freue mich auch, Scheich Ahmad. Das hier ist meine Assistentin, Elizabeth. Ich bin entzückt. Die amerikanische Diplomatie verfügt über solch anmutigen Charme. Ich bin sehr erfreut, Elizabeth. Gentlemen, ich will nicht länger stören. Wir reden später, Ahmad. Ja, bis dann, Ryan. Er hasst mich. Er würde mich wohl am liebsten erstechen. Aber ich glaube, du gefällst ihm. Sehr schmeichelhaft. Ich muss Hände schütteln gehen. Bleib ruhig und misch dich unter die Leute. Du weißt, was du tun musst. Ja, Botschafter. Wie schön, Sie hier zu sehen. Ich brauche einen ruhigen Platz. تصور ممتع جدا في لندن. لقد كنت هناك في الشهر الماضي. Aiden, bist du bereit? Da ist ein großes Bild in einem der oberen Räume. Dahinter ist ein Safe. Die Dokumente, die wir suchen, sind da drin. Aber es gibt Wachen und Kameras, also sei vorsichtig, verstanden? Schnell, Aiden. Es tut so weh, wenn du so weit weg bist. Ein Büro mit dem Porträt des Scheichs. Hier muss es sein. Schalter sein, um das Bild zu bewegen. Such ihn, Aiden. حسام، اذهب والقي نظرة على مكتب السفير. حاضر، سأذهب حالاً. Scheiße! Die Kamera war an! Die Wache kommt, verhalte dich ruhig, sonst schlägt der Alarm.
أنا في المكتب. كل شيء في مكانه. حسناً، وصل. Denk nach. Es gibt sicher noch einen Weg. Hier muss es sein. Ein, tu, was du musst. Mist. Du musst zuerst die Wache ablenken. Ja, Anna. Okay. Jetzt kann niemand mehr das Hauptbüro überwachen. Wir sind sicher. Pass auf, Alden. Du kannst andere Leute nicht berühren, wenn du jemanden kontrollierst. Das klappt nicht. Bring die Wache hier raus und öffne den Safe. Mach schon einen. Ich kann nicht mehr gehen. Okay, nicht bewegen. من أحد هناك. الرجاء الخروج من هناك على الفور. ولكن ماذا تفعل هنا؟ إنها مراهد السيدات. انصرف من هنا. حسنا أيها المنحرف. انصرف. Ich kann nichts tun, um ihm zu helfen. Thank you.
Alles klar? Fass mich nicht an! Ich will jetzt gehen. Gut. Ja, wir gehen. Ja? Jody. Hey, hier ist Ryan. Ryan? Hast du meine E-Mail bekommen? Welche E-Mail? Die von vor 3 Tagen. Also ich habe gerade Probleme mit meinem Computer. Was stand in der Mail? Essen. Heute schickes Restaurant. Naja, heute ist es zu spät dafür. Vielleicht ein andermal? Scheiße. Scheiße, tut mir echt leid. Warum kommst du nicht einfach nachher zu mir zum Essen? Du wolltest doch sowieso mein Apartment mal sehen, also... Klar, aber... Wie wer es so macht? Okay, ja, ich bringe uns einen super Wein mit. Bis später. Ich weiß, du warst das mit meinem Computer. Dir ging's um diese Mail von Ryan. Das geht dich nichts an, Aiden! Ich kann tun, was ich will. Verdammt! Verdammt! Wir fangen das nicht wieder an! Ich gehöre nicht dir, Aiden! Ich kann Beziehungen haben, mit wem auch immer ich will! Das ist mein Leben! Hörst du mich, verflucht nochmal? Das ist mein Leben! Weißt du was? Zufällig finde ich Ryan echt gut! Er ist charmant, er ist intelligent, er ist witzig! Und ich glaube, ich habe mich verliebt. Okay. Okay. Es ist 7 Uhr. Ich habe eine Stunde und mach Dinner. Räum hier auf und mach mich noch hübsch. Genau, den Abfall in die Küche. Weißt du verschwendest deine Zeit, Aiden. Ich habe heute trotzdem ein Date mit Ryan. Dreckwäsche in den Korb im Badezimmer. Oh mein Gott. Mein Gott, das Dinner. Da ist bestimmt noch irgendwas in der Küche.
Stimmt, der Korb im Badezimmer. Okay, da. Ganz cool, Jody. Okay, jetzt komm runter. Kein Grund zur Panik. Du wirst das schon schaffen. Was ziehe ich an? Hallo, Ryan. Oh, gefällt's dir? Klassisch, elegant. Je ne sais quoi. Klassisch. Mein neues Ich und es zeigt, ich bin gewappnet für alle Situationen. Lass gut sein und gib auf, Aiden. Okay? Das Date wird stattfinden. Basta. Oh Mist. Mist, er ist zu früh. Ich komme! Ich muss etwas finden, das höchstens eine Stunde dauert, mit den Resten aus dem Kühlschrank. Asia-Pfanne. Das sieht gut aus. Und es ist nicht zu kompliziert. Curryhühnchen mit überbackenem Gemüse. Das muss etwas länger in den Ofen, aber klingt machbar. Pizza-Lieferung. Ich meine, nicht direkt was für Gourmets, aber kein Vorbereiten, kein Abwaschen. Klingt doch ganz gut. Tja, Asia-Pfanne, das klingt doch jetzt wirklich exotisch. Solange ich es beim Kochen nicht total verbocke.
Danke, Aiden. So weit, so gut. Nun zum Wok. Ingwer gilt ja als Aphrodisiakum. Das steht jetzt nicht im Rezept, aber... Komm schon, das brauchst du nicht. Okay, und den Sake hinzufügen. Langsam macht mir das Kochen Spaß. Ryan, du wirst es lieben. Bücher. Okay, ins Bücherregal. Okay, toll.
Gott, Aiden. Du verstehst das nicht. Mann, Aiden, jetzt sei doch nicht so ein Arsch. Aiden, benimm dich bitte. Das hier bedeutet mir was. Ich verlasse mich auf dich. Hey. Chateau Margaux 2001. Der Verkäufer sagt, das war ein hervorragendes Jahr. Das klingt doch nicht übel. Setz dich doch hin. Ich hol das Ding für die Weinflasche. Cooles Apartment. Huh? Ja, danke. Aiden, verfluchte Scheiße. Soll ich hier aufmachen? Nein, ich mach schon. Okay. Danke. Auf dein neues Apartment. Auf mein neues Apartment? Bist du eingezogen? Oh, vor ein paar Wochen. Ja, die Agency hat sie mir besorgt, voll möbliert und das ist eigentlich das erste Mal, dass ich eine Wohnung habe für mich allein. Es ist komisch, aber ich gewöhne mich dran. Langsam. Was ist mit dir? Wo wohnst du? Oh, ich habe ein Haus, etwas außerhalb. Ja, klein, aber ich habe einen Garten und es ist ruhig. Und stammst du von hier? Nein, ich stamme aus Oregon. Meine Eltern und mein Bruder sind immer noch dort. Aber ich bin früh weggezogen, mit 16. 16? Bist du zu Hause rausgeflogen oder sowas? Das war ziemlich chaotisch daheim.
Mein Stiefvater verprügelte mich, wenn er mal wieder zu viel Intus hatte. Und ich wollte lieber ausziehen, bevor einer von uns zu weit geht. Wie kamst du danach zur CIA? Ich ging aufs College und wusste nicht so recht, was ich wollte. Ich war bei der Army. Naja, Action, Reisen, Abenteuer. Bis ich merkte, dass das nichts für mich ist. Und als ein CIA-Anwerber mich ansprach, habe ich ja gesagt. Ich sollte mal nach dem Essen sehen, weil... diese Kost.